was bisher geschah. Als unsere beiden Katzenfänger in die Villa zurückkehrten, machen sie eine furchtbare Entdeckung. In ihrer Abwesenheit hat sich in der Reinhold-Residenz ein kaltblütiger Mord zugetragen. Oh Gott, in der Villa wartet der Polizeiinspektor Shelmy schon auf Luke und Nathan. Shelmy kam nach Saint Mysterie, um zu ermitteln, nachdem er Nachricht von dem Mord erhalten hatte. Auch Luke und Nathan zählen zu den Verdächtigen. Kurz nach dem Mord verschwindet Ramon, ein Bediensteter der Familie Reinhold. Auf Dahlias Wunsch hin machen sich Luke und der Professor auf die Suche nach Ramon. So, jetzt darfst du reden und hi, Henrik! Ich darf jetzt reden? Mensch. Yes, yes. Oha, woher spawnst du da? Endlich mal jemand, der auf Deutsch redet und nicht auf Türkisch hier. Du meinst, wir sind Saint Mysterie, wir sind ganz klar in Frankreich. Ja. So. François, Français, Genau. Ja. Leg los. So. Okay, ich glaube, das letzte Mal haben wir das Rätsel an dem Boot gemacht, glaube ich. Das kann gut sein. So, wir gehen jetzt aber zurück. Ich weiß gar nicht mehr, was wir machen sollten. Ja, scheiße. Ich hoffe, ich bin auch nicht zu laut im Stream oder mein Sound. Jan ist super leise? War es unmöglich. Jan ist super leise. Unmöglich? Ich meine, ich kann auch noch hier mich ein bisschen näher ans Mikro bewegen. Nein. Bleib auf der Distanz. Bleib mal auf der Distanz. Ich mach kurz Lautstärke-Mixer okay, anders. Okay. So. Bitte mach Anti-Aliasing. Nö, Aliasing. Zu spät. Zu spät. Wir lassen es jetzt so. Hendrik schaltet direkt aus. Ich weiß, dass es komisch aussieht, aber ja. Aber ich mag auch kein Pixelfest. Fair enough. So, dann. Ich hab vergessen, was wir machen sollten. Ich glaube, du hast den gesprochen gehabt. Kalle. Okay. Kalle. Hey, ihr beiden, was macht ihr da? Verratet es mir. Nein, halt, ich verstehe schon. Sagt nichts. Ihr sucht jemanden, richtig? Hört euch auf der Straße um? Leider habe ich niemanden gesehen, denn ich bin blind. Du kannst dein Pegel ein bisschen runterschalten. Ich glaube, du übersteuerst ein bisschen. Kann ich. Ja, aber dann klingt auch deine Stimme klarer. Hab ich. Ah, werd mal ein bisschen laut, aber nicht zu laut, bitte. Wir wollen nicht übersteuern. Red mal ein bisschen laut, aber nicht zu laut. Perfekt, super. So. Sind Sie sicher, dass Sie nichts gesehen oder gehört haben, das uns vielleicht weiterhelfen könnte? Nein, ich bin blind. Wie soll ich euch denn helfen? Fragt nicht so viel, also wirklich. Ich glaube immer noch, dass dieser kleine Strich unter seiner Nase der Mund ist und der Kinn einfach im Mund bekommen Nein, hat oder Zähne. Das ist einfach Hitlerbart. Alter, uff. Oder es sind einfach Nasenlöcher, die um den Meter unter seiner Nase sind. Ich verstehe. Nun ja, danke trotzdem. Ach ja, und viel Glück bei eurer Suche. Das könnt ihr doch sicher gebrauchen, oder? Ja, bestimmt. So. Oh, aber geht keinesfalls zu dem Turm im Norden, verstanden? Na, dann ist ja gut. Obwohl, nee, wir hatten den Turm mal. Oh. Zum Turm im Norden? Wie soll man da denn überhaupt hinkommen, Professor? Erinnerst du dich noch an den Glockenturm am Dorfplatz? Ich denke, man muss dorthin durch, um den nördlichen Teil des Dorfes zu erreichen. Lass uns mal nachsehen. So, nach in den Norden, ne? So. Ja. Das ist der Glockenturm, von dem Sie sprachen. Richtig, Professor? Ja, ganz recht. Ganz recht. Da steht jemand vor dem Eingang. Apropos Eingang. Da fällt mir doch ein Rätsel ein. Ja. Wer ist das? Was? Sie war es nicht der Schnösel aus der Bar? War es nicht der Schnösel aus der Bar? Keine Ahnung. Egal. Go on. Ich mach einfach mal, ne? Ja. Stimmt es, was man seit neuestem hört? In der Villa Reinhold hat ein Mord stattgefunden. Ein Mord in unserem kleinen Dorf?
Dann bekomme ich ja Gänsehaut eine frische und frische Ideen für einen neuen Roman. Das ist viel wichtiger als alles andere. Oh, Entschuldigung, das war sehr taktlos. Ich suche immer nach Inspiration. Wie kann ich helfen? Vielleicht habe ich ihn ja sogar umgebracht. Für meinen Roman? Wir suchen Ramon. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Wir müssen Ramon suchen. Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber wenn ihr ihn nicht im Dorf findet, ist er sicher im Park oder irgendwo im Turm. Ihr wisst schon, irgendwo, wo die Dorfbewohner sonst nicht hingehen. Bestimmt nicht verdächtig. Im Turm also. Oh, dem Turm solltet ihr aber lieber fernbleiben. Man hört schlimme Gerüchte darüber, wisst ihr? Allerdings, wir werden geradezu ständig davor gewarnt. Was sind das denn so für Gerüchte? Naja, schlimme Dinge eben. Mord, Totschlag, Folter, das Übliche halt, ne? Dieser Turm hat etwas sehr Bedrohliches. Ja, der ist einsturzgefährdet. Die Architektur ist auch ein bisschen, naja. Oh. So. Bedrohliche Katze. By the way, wenn wir mit Pokémon durch sind, ich habe mir die Castlevania Collection gekauft, dann wird Castlevania gestreamt. Nice. Fuck, ich habe keine Ahnung, wie wir den gesprochen haben, ich übernehme mal. Ich auch nicht. Hallo ihr zwei. Ihr habt ja schon einige Rätsel gelöst, wie man hört. Apropos Rätsel, da fällt mir ein Rätsel ein. Hier kommt ihr aber erst durch, wenn ihr mindestens 12 Rätsel geknackt habt. Alter, wir haben 300. Nanu, anscheinend ist es schon so weit. Nun, dann habe ich wohl gelogen. Wenn ihr hier durch wollt, müsst ihr noch ein weiteres Rätsel lösen. Hab ich schon gesagt. Fuck. 300 Ovo. Seltsame Auge, ja, der hatte gerade komische Augen. Ja, der Typ hat seltsame Augen, der sieht aus wie so ein Özil, Mann. Oh mein Gott. Sorry. Hey. So, psch. Unten siehst du einige seltsame Würfel, deren Augen etwas wahllos angeordnet zu sein scheinen. Wenn du aber genau hinsiehst, kannst du eine Regelmäßigkeit darin entdecken. Folgendes ist dir bekannt. A gleich 0, B gleich 9, C gleich 6. Wofür steht so mit D? Ich weiß schon. Du weißt schon, lass mich mal kurz gucken. Ja. Noch nicht Spoiler, ich brauche erstmal selber gucken. Ja, mach du mal. Ich nehme den Publikumsjoker. Nee, warte. Null. Ja. Alter. Boah, das sah sogar 20 Punkte. Ich struggle jetzt schon gerade. Man merkt schon, dass ich gerade aus der Arbeit gekommen bin. Psst! Ich bann dich gleich, Tizia! Ich gucke schon mal nicht in den Chat. So. Ich schätze mal, dass das... Ich vermute mal, dass das ein Dreierschritten sein soll. Aber warum jetzt D spezifisch? Also, ich sag's mal so. Tolu, wann hast du das letzte Mal auf eine Uhr geguckt? Fuck my life, das soll Uhr darstellen? Oh Gott. Ich meine, Junge, ob du gelitten hast. Es geht doch um den Glockenturm. Ich denke mir so, ich habe erstmal an den Würfel gedacht, weil wir gestern noch Tabletopia gespielt haben. Oh Mann. Ah, okay, es ist 3. Fuck my life. Ups. Okay. Ich muss das zeichnen. Bestätigen. Stark. Ah, Tizia hat sogar 3 geschrieben. Yeah. Fuck. Fuck you, Tizia. Critical thinking is the key to success. Critical thinking habe ich nicht. Stimmt genau, tschüss. Das war nur uralter Fuck my life. Gut macht. Ihr habt es euch verdient, also geht ruhig weiter. Ach, dachte fast, dass du den Stream beendet hättest. Also, sucht ihr noch immer die Katze? Wir suchen einen Bediensteten der Familie Reinhold. Sein Name lautet Ramon. Haben Sie ihn zufällig gesehen? Ramon, sagen Sie? Ja, den habe ich gesehen, aber wo war das nur?
apropos, wo war das? Du, da fällt mir Rätsel ein. Vielleicht fragen Sie besser jemand anderen. Fragen Sie doch Lucy hinter dem Glockenturm. Alter, the fuck ist das? Das hat uns einfach so, hat einfach so Augenäpfel so uns auf die Hand gedrückt. Ja, bitte schön. Er hat uns seine Augenäpfel in die Hand gedrückt. Junge. Oh. Also was sie wird jetzt Brötchen überbacken mit Käse und die Brötchen, die wir noch haben. Und gegebenenfalls das Baguette machen. Achso, endlich können wir durch den Glockenturm zum Norden des Dorfes. Wie aufregend, aber gruselig. Ich bin schon gespannt, was uns dort oben erwartet. Ja, aber das ist ja nicht jugendfrei, ne? Oh, ein Mädchen! Lass mich das Mädchen sprechen! Lass mich das Mädchen! Aber mach das die Katze. Aber... Sehen Sie mal, Professor, die Katze da ist das Klaus. Bist du blind oder so? Die sieht nicht annähernd so aus wie die scheiß andere Katze. Sorry. Nein, die sieht ganz anders aus. Danke. Ja, du dummes Stück Scheiße. Nein. Ja, ja, das ist eine Straßenkatze. So wie du. Und so wie sie die arme Maus quält, noch dazu eine sehr gemeine. Luke, wo wir gerade bei Mäusen sind. Apropos Mäuse. Lass mal in den Strip-Club gehen für die Mäuse. Warte, was? Nein, bitte nicht. Wir bleiben noch PG-18, please. So. Nein. In Amerika darfst du erst ab 21 Bier trinken. Du darfst aber schon Nacktheit sehen. Aber mit 16 eine Waffe tragen. So. Mäuse sind bekannt dafür, dass sie sich schnell vermehren. Oh Gott, Alter, bitte nicht den Puff ansprechen. Die Mäuseart, um die es hier geht, wirft einmal im Monat 12 Juh. Alter, was für eine Gebärfreudige. Ja, die rammeln richtig, mein Freund. Alter, holy shit. Was ist das hier eigentlich für ein Projekt? Was für Projekt? Dafug? Ich streame für generell ganze Spiele, die ich habe. Die kleinen Mäuschen werden schnell wachsen und kriegen selber Junge, wenn sie 2 Monate... Alter, holy shit, das ist doch nicht legal. Ein solches süßes Mäusekind hast du einen Tag nach seiner Geburt beim Tierhändler gekauft und nach Hause gebracht. Wie viele Mäuse wirst du in 10 Monaten haben? Oh mein Gott! Das ist eine Fangfrage. Wieso? Eine. Warte, ein solches... Weil du kaufst nur eine Maus. Ich bin mir sicher, weil du nur eine Maus kaufst, hast du nach 12 Monaten, nach 10 Monaten genau eine Maus. Ja, und dann kommt diese an so, du hast zu Hause zufälligerweise noch 3 Stück, bloß sie nicht mit einberechnet, ne? Ja. Nein, ich bin mir halbwegs sicher, dass es eine Fangfrage ist. Ich vermute auch, dass das eine 1 ist. Warte, safe set. Das ist natürlich first try. How does this sound? Es ist falsch, oder? Nice. High five. Ups. Nice Fangfrage. Naja, kommt drauf an, wie sehr er versucht. Er kann sich auch Zelt teilen. Polo würde das bezweifeln. Objection. Richtig, ausgezeichnet, Luke. Ein Gemäldestück erhalten. Ah, zu viele Mäuse. Eine Maus ist zu viele Mäuse. So, warte kurz. Doch, wir gehen für 100%. Ja, klar. Deswegen ja der Safe State, um sicher zu sein, weißt du? Ja, nee, was für Safe State? Ich weiß nicht, wovon du redest. Genau, was für Safe State. So. Und dann wieder zurück. Und jetzt sprichst du das Mädchen. Okay. Hihihi, was wollt ihr denn? Ich weiß nicht, ob du jemanden ermorden willst oder so. Die wirkt eigentlich eher so... Die wirkt eigentlich für ihr Alter schlauer, als sie sein sollte. Nein, ich bleib jetzt so. Okay. Ihr wollt mich also etwas fragen, richtig? Aber löst ihr vorher nicht vielleicht ein Rätsel für mich? Mein kleiner Bruder und ich haben es uns zusammen ausgedacht. Jetzt kommt irgendwie so Quantenphysik. Quantenphysik, au. Quantenphysik, au. Jahresaustausch. Alter, ich habe gerade, wenn ich an die... Oh Gott. Ach, das ist das. Bruder und Schwätzer sitzen am Küchentisch und schwatzen. Weißt du, Schwätzeherz? Ich muss jetzt mal Luft kriegen, einmal. Corona. Wenn ich dir 2 von meinen Jahren abgebe, bist du doppelt so alt wie ich. Warum gibst du mir nicht noch eines mehr? Dann bin ich 3-mal so alt wie du. Wie alt sind die beiden Kinder? Oh Gott, ich brauche erstmal. Ich brauche irgendwas zu notieren, aber ich hoffe es doch im Kopf. Das Dreifache. Ich gehe mal von geraden Zahlen aus.
Obwohl, deren Altersunterschied sieht ja auch nicht so groß aus, um ehrlich zu sein. Die könnten beide 12 sein. Das Bild täuscht. Ich weiß. Genau, Henrik, genau. So. Ich vermute erstmal, ich gehe mal von 12 aus. Dass der Bruder erstmal, wenn er dreimal so alt ist, 12. Das ist schon zu viel. Obwohl. Warum gibt es jetzt noch eins mehr? Wenn ich jetzt 12 sage, wäre dieser 4. Nein, das geht nicht. Oder? Wenn die 3 abgeht, 7, dann 9. Nee, das passt nicht. Oder? 11 und 6, nee, das wäre knapp. Oh, warte, ich muss mal kurz überlegen. Ich benutze mal den Chat. Kommen wir zum Gleichungssystem. Machen wir ein Gleichungssystem. Ja, aber ich habe keinen Bock, dass... das Alter der Schwester. Mhm. So. Genau. Und Y ist das Alter des Bruders. So. Ja. 10. Okay, ich komme sofort. Ich muss Tolo eben beim gleichen System helfen. So, also. X ist gleich. Warte. Also 2x ist gleich y minus 2. Und die andere Gleichung ist 3x ist gleich y minus 3. So, und das jetzt aufgelöst. Geteilt durch 2. Ich hab's schon. Glaube ich. Warte. Warum sind Gleichungssysteme nicht schneller? Ich muss nur auf die Zahl kommen. X ist gleich. Okay, ich hab's. Y minus 1. Ich hab's. Safe State setzen. Was? Ich hab nichts gehört. Warte kurz. X ist gleich Y minus 1. Soll ich es auflösen für dich? 5 und 6. Was? Was? Ich hätte jetzt eher gesagt, dass der Bruder 15 ist und die Schwester 9. Warum? Erkläre ich. Big Brain Time. Okay. So, okay. Wenn der Bruder jetzt... warte. Ich muss gucken, ob ich das richtige gerechnet habe. Warte. Ich glaube, ich habe mir das falsch rumgerechnet. Scheiße, ich habe es, glaube ich, falsch rumgerechnet. Weil ich gehe jetzt davon aus, dass der Bruder 18 ist, wenn er 3 Jahre drauf bekommt und die Schwester dann 6, weil die... Das ist das, was Tolo gerne hätte, dass sie 15, dass sie 9 nein, ist. Nein, 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 pass auf. So, die wäre dann 6 und er wäre 18. Das heißt 3, 6 mal 3 sind 18. So, aber 2 Jahre müssen wir... Das Problem ist halt, das funktioniert nicht so ganz, weil ich hätte erstmal mit minus 1 rechnen anstatt minus 2. Deswegen habe ich hart verkackt. Deswegen ignoriert mich bitte. Ne, nochmal von vorne. Weil ich dachte, 15 und 9 wären die, aber hat nicht so ganz funktioniert. Probieren es mal anders. Es kommt besser. So. Nein, funktioniert auch nicht. Oh, fuck my life. Mach du mein Gleichungssystem, ich versuche das gerade im Kopf zu rechnen. So. Sind die 1 und 2? zwei und vier? Warte, ich guck mal kurz, das jetzige Alter. Ich mach mal vier und... Dann sind die vier und so, zwei. Dann machen wir mal drei plus... eins und fünf, nee, das kommt nicht hin. Nee, das geht gar nicht, weil du musst ja noch zwei abziehen von der... drei abziehen von der Schwester, das geht ja nicht auf. Die muss mindestens drei oder vier... mindestens vier sein, damit es aufgeht. Ich glaube, die sind... Ich hatte es gerade, 5 und 4. 5 und 4, dann testen wir dann das mal. Dann ist der Bruder 3 und sie wird 6. Und wenn ihr 3 abgibt, dann ist der Bruder 2 und sie ist 7. Ja, das geht auch nicht auf. Uff, Alter, Junge, jetzt... zum Glück bin ich nicht mehr im Abi. Junge, da, wenn ich mit so einer Frage ankomme, wäre ein Instant durchgefallen. Instant Durchfall. Das ist ja ärgerlich.
Wir probieren es mal so. Habe ich das Gleichungssystem richtig gemacht? So, danach, das machen wir dann zu 8 und dann zu 2. Ach nee, nee, gar nicht wahr. Nee, das geht schon mal nicht. Ach, wieso denkst du kompliziert, ich Idiot? Ich habe das ja auch vollkommen falsch aufgebaut, das Gleichungssystem. Wieso bin ich so blöd? Ja, dann los, hau das Ergebnis raus. Nein, warte kurz. Ich mach das jetzt mal so. So, nein, geht mal fucking, hä? Ich geh nochmal mit Ausgangssituation 18. So, dann 17, 7, das geht schon mal nicht. Und dann 15. Ein Moment, Josie, wir sind hier gerade an der wichtigen Thematik. Die Menschheit wartet mal wieder auf mich. Ja, Moment. Verzeihung, kannst sagen, dass die Menschheit warten muss. So. Ich mach dir jetzt passende Gleichungssystem. Ja. Ja. So, wenn wir das so machen. So. Nee, 9 und 5 gehen ja nicht, weil, hier, wie heißt das? Das hier einsetzen, dann haben wir. Dann wäre ja dreimal schon so alt. X weil, plus 6 ist gleich 3x plus 12 und das dann minus, dann habe ich x, also dann habe ich 2x plus 6. Alter, ist das denn wirklich so schwer? 3x 6. Ah! Ja! So, minus. Lololololol. Okay. Minus 3x, dann habe ich minus. Ja, warte, ich glaube, ich hab's diesmal. Ich muss nur kurz rückwärts rechnen, einen Moment. Gleich 6 und dann ist. Ich minus 1. X minus 6? Das ist jetzt falsch gemacht. Fuck you, Hendrik. It's fine. Du denn 12 und 6? Alter, nee, ich bin wieder. Das hier aufgelöst und dann plus 3. Also 9 plus 3 und 4 plus 2. X minus 6 habe ich übrigens raus. Ja, die sind hier, wie heißt es? 18 und 6 Jahre alt. So, ich hatte es am Anfang richtig gedacht, nur ich habe die falschen Zahlen ausgesprochen. 18 und 6? Ja, weil pass mal auf. Wieso machst du hier eigentlich zweimal? Obwohl. Nein, ich bin doof, ich habe wieder falsch rumgerechnet, ich bin so doof. Ich bin so doof. Josie, Ruhe da, ja? Scheiße, ich bin so doof. Alter, wir strugglen jetzt schon hart. Alter, fuck in my life. 15 und 5. Meinst du, die sind 21 und 9 oder was? Warte, 21 und 9. Wenn du dann. Nee, das kommt überhaupt nicht hin. Alter, ich struggle gerade hart. Warum bin ich denn gerade selber so blöde? Vor allem, was heißt denn selber? Willst du damit implizieren, dass ich immer doof war? Ich hab das Rätsel da schon mal gelöst. Das kann doch nicht so schwer sein. Junge. Habt ihr schon mal getestet? Ja. Ich hab gerade das mit 5 ausprobiert. Aber es ist nicht so ganz aufgegangen. Aber was, wenn wir das mit 4? Sag mir nicht, dass die beiden 4 und 4 sind. Einen Moment. Wenn nein, jetzt 4 und 4 geht nicht. Warte, 5 kann doch gar nicht sein. 5. 5 geht auch nicht. 5 und 5 geht auch nicht. The fuck? Junge, jetzt nicht. Aber warte, wenn die 5 und 6 sind, dann ziehst du einen von 5 ab, sind 4. Und dann hast du einen, nee, das geht auch nicht. 5 6, die sind beide 6. Die sind beide 6? Weil 6 minus 4 und 6 minus 2 ist 4, plus 2 ist 8, 6 minus 3 ist 3 und plus 3 ist 9. Die sind warte, beide 6. Die sind beide 6. Okay. Wir struggle nicht mehr zu lange. Mein Gott. Alter, wir sind echt. Einmal nachdenken. So, noch nicht 66, da fuck.
Hä, löschen? Jetzt zu. Hä, da fuck, 6. Hendrik, Ruhe! Ruhe! Mag mal, nein, ich bin schon begraben. Warte, ich bin so kurz nochmal still. Alter, ich bin so sad, ne? Jetzt lass uns doch eben Dings machen. Gleichungssystem. Nur mal so zu uns, wenn das jetzt richtig, ne? Obwohl, ja, das uff, ich bin so sad. Ich bin so sad und so doof, Alter. Ja, ich schließe gleich mich selbst für immer ein. Alter, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass das. Oh Gott, ich hab's einfach nur im Kopf versucht die ganze Zeit. Du hast die ganze Zeit auf 14 gehofft, damit er endlich die kleine Schwester hat. Nein, fuck you. Es tut so weh. Oh. Sicher kann man das aber im Gleichungssystem lösen, oder? Warte, ich guck nochmal. So, die sind jetzt beide. Obwohl, das Abbild tippt mir gerade auch nicht so viel. Das hab ich nämlich auch raus. So. Das tu mal nicht so hier. Okay, ich brauch beim nächsten Mal einfach einen Stift. Du liest das zu Ende. Danke fürs Followen, Waifuschen. Ja, yeah, bevor du weggehst. Naja, zu leicht kann man leider nicht sagen. Ich sag's dir, ja, die hat uns gebaitet. Die war Jailbait, Alter. Hey, kennt ihr eigentlich den Typen von der Villa? Ramon. Oh. Er sieht zwar ganz ruhig aus, aber er mag das Nachtleben. Er zieht gerne mal mit Beppo um die Häuser. Ramon. Beppo? Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Wo finden wir ihn? Nun ja, Beppo macht sich nicht viel aus Arbeit, wenn ihr versteht, was ich meine. Wink, wink. Death wink. Diese Tageszeit lümmelt er sich vermutlich auf dem Hügel nördlich von hier. Hendrik, ich schwöre, wir haben schon schwierigere Rätsel schneller gelöst. Normalerweise ja. Bin ich nicht so blöd. Okay? Unser Niveau ist einfach so hoch, dass wir einfach die unteren Gesinde nicht sehen. Wir sind über die Rätsel Essende. Deswegen übersehen wir die Leichtigkeit. Mach hin, ich muss eben Essen machen. Ja. Geh einfach nach Norden, bis ihr an eine Weggabelung kommt und geht dann nach rechts. Okay. Ich hoffe, das hilft euch. Wir sehen uns dann später. Wink, wink. Wir sehen uns später. Einmal die Stimme verstellt. So, du hast ein seltsames Bauteil erhalten. Jahrestausch steht nur im Rätselindex. Alter, fuck my life. So, du kannst jetzt kochen gehen. Boy. Ah, du bist schon weg. Perfekt. Dann mache ich alleine weiter. Wir gehen in den Norden. Und die alte Dame sprechen wir mal an. Weh, eure heutige Zukunftsvorhersage ist wirklich beklagenswert. Ich rate euch, mein Rätsel zu lösen, um euer schreckliches Schicksal doch noch abzuwenden. In einem Zug 2, jetzt ist ja nicht da, jetzt werde ich hart verkacken. Du kennst ja mittlerweile die Rätsel, bei denen man Figuren in einem Zug zeichnen muss. Was? Figuren in einem Zug. Ach so, ich dachte schon erstmal an den elektrischen Zug, egal. Ohne den Schiff abzusetzen oder eine Linie zweimal zu zeichnen. Linien zu kreuzen ist jedoch erlaubt. Schau dir die Figuren unten an. Eine von ihnen lässt sich nicht in einem Zug zeichnen. Welche? Okay, das ist Trial and Error. Big Brain Time, sei einfach nicht dumm. So, wie machen wir das? So, die Brille geht schon mal, 100 Pro. So, ich guck mal das hier. So, das hat schon mal nicht funktioniert. Löschen. Wenn wir aber hier anfangen, löschen. Wenn wir das so machen. Der Zylinder ist halt für mich ein bisschen... Das geht schon mal nicht. Ich vermute schon mal auf den Zylinder. Aber das Häuschen ist auch tricky jetzt. So. Ne, machen wir es mal anders. Wir fangen hier an der Ecke an. Ne, das geht schon mal auch nicht. Ne, löschen. Jetzt machen wir das so. Wir dürfen das ja kreuzen. So. Das geht schon mal. Das Haus geht schon mal, okay. Der Zylinder ist halt der Shit. Oh Gott, Alter, diese Pixel. Einen Moment.
So, wenn wir das so machen, zack. Dann zack. Warte, geht das überhaupt? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das hier zeichnen kann, obwohl, ob das hier als Kreuzen gilt oder, ist das wirklich die Schleife oder der Zylinder? Weil der Zylinder sieht halt tricky aus. So. Das funktioniert, ich vermute echt der Zylinder. Weil hier ist das ein bisschen schwer zu machen. Machen wir das mal dann. So, ich bin wieder da. Oh, das geht, Alter, wie schnell hast du gekocht, Junge? Ach, das schon wieder. So. Ich vermute echt, dass das der Zylinder ist, aber da die Pixel hier so scheiße sind, weiß ich jetzt nicht, ob das hier als Kreuzen geht oder nicht, wenn ich jetzt hier ankomme und das hier aber schon gezeichnet habe. Einer von den beiden. Aber ich vermute eher, dass das der Zylinder ist. Der Zylinder geht nicht. Ich ja. Deswegen vermute ich auch der Zylinder. Wie muss ich das jetzt machen? Das hier? Machen wir es so? Genau. How does this sound? Ja, okay, gut. Jetzt will ich aber sehen, ob die Schleife so geht. Ja, oder so, okay. Die Schleife geht anscheinend auch. So. Ich habe das schon falsch aufgestellt, das Gleichungssystem. Hui, das ging aber schnell. Hat euch der Gedanke an einem schlimmen Monat so zugesetzt? Nun, ich sage... Ah, Moment, soll ich möglich kurz... Nun, ich sage das nur ungern, aber das Schicksal ist unveränderlich. Ihr werdet es durchstehen müssen. Ich... Upsala, nicht, ich entmute sie mal nicht. Rätsel Nummer 2, bla bla bla. So, kurz nochmal checken. Jetzt höre ich dich wieder. Willst du diesen ja. Mario-Verschnitt sprechen? Okay. Zappone. Oh, Nanu! Ja, genau wie ich vermutet habe. Warte, Moment, ich habe einen Editor davor. Sie möchte mich etwas fragen, das erkenne ich gleich. Mir bleibt so etwas nie verborgen. Fragen Sie nur zu, aber erst müssen Sie dieses Rätsel lösen. Also, Mamma mia! Weh, das ist wie was Italienisches. Inselhüpfen, okay. Oh mein Gott, das triggert mich jetzt schon. Hier haben wir das Lochfeld eines tropischen Inselarchipels. Du sollst auf deinem Weg von der Startinsel A links oben zur Zielinsel B rechts unten jede Insel genau ein einziges Mal besuchen. Die Insulaner, Alter, was für ein Name, sagen, dazu braucht man noch genau eine weitere schnurgerade Brücke. Diese Brücke darf allerdings keine der bestehenden Brücken schneiden. Wo muss diese Brücke gebaut werden? Okay. Ruhe da, Hendrik, Ruhe da. So, jede Insel soll besucht werden. Jede Insel soll besucht werden, okay. Und wir müssen zu B. Oder? Hä, was? Nein, du musst einmal jetzt runter und dann loslassen und dann von da zur nächsten, oder nicht? Ja. Ja, hat nicht ganz funktioniert. Merlin, den kannst du nicht zeichnen, ach ja, nee, es geht halt, man kann es jetzt nicht zeichnen, weil... Achso, man braucht noch eine Brücke, nee, du brauchst noch eine Brücke, damit das funktioniert. Genau, ich dachte, man kann es zeichnen, aber ja, wir brauchen jetzt eine Brücke. Zack, zeichnen. Zack. Darum geht es jetzt gerade, Tolu. Ja, ja, okay. Wenn wir es so machen, zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Nee, das geht schon mal nicht. Das links unten triggert mich gerade ein bisschen. Aber was, wenn wir es so machen? Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. Warte. Ich hab's. Sehr gut. Das. Safe set. Den oberen Teil kriegst du auf jeden Fall schon mal ohne Dingens. Empty Brain, genau, so fühle ich mich auch. So, weil, ich kann es mir erklären, bevor ich zeige. Ich gehe halt hier lang, dann hier... Nee, ich lüge. Hier lang, 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 Irland,
Irland. Ja, dem würde ich zustimmen. Da bin ich dabei. That should do it. Yes. Every puzzle has an answer. Na? Berühren, nicht berühren. Italiano? Wie ich vermutet hatte, Sie sind auch ein Detektiv. Ihre Fähigkeiten sind beeindruckend. Ihre Fähigkeiten sind von sich selbst beeindruckend. Man sieht die Hand leider nicht, die ich zeige, aber ich zeige die Italiener Hand. Sie sind fast so gut wie ich. Dürfen wir mal darüber reden, wie lang seine Finger sind, Alter? Ja, der müsste eigentlich, du weißt, welche Hand ich meine. Der müsste die Mama Mia Pose machen. Ja, I know. Ich sehe es an den Augen, die lügen nie, und wenn doch, sehe ich das. Du hast ein seltsames Bauteil. Mamma mia, it's a me Mario. Brain Leakage Fake. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Und dann nach rechts haben die, glaube ich, gesagt. Wir gehen erstmal nach... Geh erstmal nach links. Das war jetzt rechts übrigens, ne? Ja, ich habe gesagt, ich glaube, die sollten erstmal nach rechts, aber wir können nochmal zu. Okay, dann. Ich würde erst erkunden, aber du spielst ja. Ich bin ja der... Stimmt. Ich bin ja nur schmückend des Beiwehr. So, wie heißt er? Archibald. Oh Gott, Alter, das ist Archibald? So... Archibald? Oh mein Gott. Hey, wollt ihr mir kurz euer Ohr leihen? Ich wüsste gerne eure fachliche Meinung zu einem Rätsel. Ihr bekommt das Ohr dann auch wieder. Vielleicht. Ich mache ein Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt. Wie alt ist dein Vater? Oh Gott, schon wieder diese... Nein! Junges... Three Head Inc. Ein Vater schwatzt mit seinem Sohn. Dieser fragt ihn folgendes: Papa, ich bin jetzt 22, aber wie alt bist du eigentlich? Der Vater antwortet: Tja, das wüsstest du wohl gerne. Ich bin so alt wie du plus die Hälfte meines Alters. Wie alt ist der Vater? Warte. Ich bin so alt wie du plus die Hälfte meines Alters? 44? Warte mal. Nein, 44 kann nicht aufgehen. Die Hälfte sein... Ah doch, 44. Ja, du hast vollkommen recht, 44. Okay. Ja, 44. Okay, warte. Henrik... 44 ist richtig. 44 okay, ich lass mich nicht von Henrik ablenken. Das war doch eine 4, Junge. Ach, sag mal, ja. Hä, nein. Wie macht man das denn? So, 4. Bestätigen. Hendrik, kein Backseat-Gaming. Herr Professor Layton will ja kein Backseat-Gaming, aber hat mich in seinen Dingen drin. Junge, wir müssen gemeinsam durch diese Tortur. Stimmt, genau. Die Hälfte von dem... Alter, allein dieser Text. Jan? So. Oh. Offenbar lag ich die ganze Zeit richtig. Danke für eure Hilfe, Junge. Tut mir leid, dass ich euch so lange aufgehalten habe. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Das ist ein Ohr. Ja, der wollte ja unser Ohr leihen. So, wir gucken mal, wie weit wir jetzt mal gekommen sind. Oh, nicht Tagebuch, zurück. Bauteile. Wir haben jetzt 3 Stück, glaube ich. Oh, wir sind ja fast fertig. Uns fehlt nur noch der Arsch. Und dann das eine Bein und dann Nasenspitze und ein Ohr noch. Okay. So, dann. Bevor wir weitergehen. Nein, ich wollte nicht anklicken. Fuck. So. Ich suche nach etwas. Du bist? Hier gibt es ja so einiges zu kaufen. Hey, ne? Nee. Keine Münze hier. Das ist ja... Gelogen. Ein Hinweis. So, ab nach rechts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist der Fettnasenkönig, Alter. Das ist die Nasenspitze, die wir brauchen.
So eine richtige Säufernase. So. Beppo, so, den übernehme ich. Warte. Ich sag's euch, Saint Mystery ist in letzter Zeit gefährlich geworden. Rama zum Beispiel habe ich seit gestern nicht mehr gesehen. Wird der alte Garner etwa vermisst? Ich weiß nicht, wohin die Leute verschwinden, aber in letzter Zeit lösen sie sich einfach in Luft aus. Es ist nicht mehr sicher, alleine unterwegs zu sein. Apropos unterwegs. Tatsächlich. Vor allem, guck mal seine Hand an von Beppo, die rechte Hand. Könnten Sie uns vielleicht etwas mehr über diese mysteriösen Verschollenen erzählen? Nein, tut mir leid. Ich weiß auch nichts Genaueres. Mir scheint aber, als verschwinden nur Leute, die einmal geklagt haben, dass sie müde oder erschöpft sind. Also sonst kann ich mich an nichts erinnern. Vielleicht kann euch Zappone ja mehr darüber erzählen. Nach dem, was man so hört, weiß die alte Schnüffelnase immer über so ziemlich alles Bescheid. Zappone, sagen Sie. Wo werden wir diesen Herrn wohl finden können? Haben wir gerade mit dem gesprochen, Junge. Wie? Was? Habt ihr ihn etwa nicht auf dem Weg hierhin getroffen? Guck mal, siehst du, der Beppo schlau? Der weiß einfach mehr, als wir wissen. Ja, seine Nase sieht alles. Hängende Schultern, dazu ein Zwirbelbärtchen. Ihr erkennt ihn sofort, wenn ihr ihn seht. Und er hat erstmal sich teleportiert. Oh je, es ist ja ganz schön schwer, bei diesem Fall voranzukommen. Nun, es ist noch lange nicht aller Tage, Luke. Lass uns noch ich kann nicht mehr reden, warte. 1, 2, 3. Nun, es ist noch lange nicht aller Tage Abend, Luke. Lass uns doch etwas herumfragen. Alter. Ich krieg noch. Junge, guck mal diese Hand an. Du hast da reingeguckt, ne? Hahaha. Dala? Ne, von da kommen wir, okay. Und dann hier die Treppen runter. Es sieht nicht so aus, als ob wir bald hier hinein könnten. Ah, kenne ich. Ha! Aber nicht von Türen. Ein Hinweis! Gerardo! Oh, hallo? Sag mal, ihr habt hier nicht zufällig eine große Münze gefunden, oder? Ich könnte schwören, Weller. Ich hätte hier irgendwo eine verloren, Weller. Seht ihr, ich verliere in letzter Zeit andauernd Sachen und das alles zu ersetzen wird langsam teuer, Weller, Bruder. Ich bin ein richtiger Pfennigfuchser geworden. Vielleicht wollt ihr mir ja bei einer kleinen Geldfrage helfen. Erstmal kommt so eine Frage über Bitcoin. Wechselgeld, okay. Oh Gott, rechnen. Hä? Ach, das ist das. Ist das jetzt irgendwie so eine Art Maze? Also ein Labyrinth? Nee, funktioniert noch ein bisschen anders. Lies einfach den Text. Ein Seil und eine Münze. Einige Münzen sind angeordnet, wie unten angezeigt. Wenn du an den Seilenden ziehst, strafft sich das Seil und schiebt die Münzen nach oben oder unten. Angenommen, du erhältst nur jene Münzen, die sich nach dem Strafziehen oberhalb des Seils befinden. Wie viele darfst du in diesem Fall einheimsen? So, okay, das heißt, das hier zum Beispiel, ne? Das ist ja genau. Oberhalb. Okay. Dann müssen wir mal. Du darfst auch markieren, ne? Also für dich, für zur Hilfe. Stimmt. Praktisch. Das ist noch oberhalb. Oberhalb? Fuck, das war. Warte, mach das doch nicht so. Wieso? Die sind nämlich eben nicht oberhalb. Obwohl, stimmt, ich habe das hier nachgeguckt, ich bin doof. Ja, du musst halt, du musst dem Seil entlang gehen und gucken, was oberhalb wäre. Warte, ich mach das doch schon. Ach so, werde ich zum Big Brain, aber das ist schon mal definitiv oberhalb. Ja. Unterhalb, okay. Unterhalt. Das ist auch noch Unterhalt, nach unterhalb. Mhm.
unterhalb. Alter, fuck mal live, ja. Da. Das zählt jetzt nicht mehr als oberhalb, das in der Mitte. Nee, das ist auch unterhalb. Okay. Unterhalb, unterhalb. Ja, das zählt auch als unterhalb. Das ist oberhalb. Dem würde ich, da würde ich sagen, die ist oberhalb, ja. Okay, dann, wie du meinst. Das ist vielleicht auch oberhalb? Unterhalb. Okay. Das ist oberhalb. Unterhalb. Das hier auch unterhalb? Ja, natürlich. Wenn die in dem gleichen Dingen sind, auf der gleichen Seite des Seils, dann können die nicht unterschiedlich sein. Okay, warte, dann machen wir es mal so. So, dann schauen wir mal. Das ist unterhalb dann auch, ne? Mhm. Okay, dann gehen wir hier entlang. Unterhalb. 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 Also das ist voll verwirrend. Unterhalb. Unterhalb. Jetzt sind wir hier unterhalb. Unterhalb. So, das ist unterhalb. Aber die andere ist oberhalb auf jeden Fall. So, dann gehen wir hier. Warte, warte. So. So. Die müsste auch oberhalb sein, da die eine. Warte mal kurz, warte mal kurz. Sind wir wieder hier? Nee, ich hab mich irgendwo vertan. Du hast dich irgendwo vertan, ja. Du müsstest bei der... Nein, das war... Nein, nein, warte, warte, warte. So. So. Und die da direkt drüber, die nördlich. Oh, fuck. So. Genau, hier, die hier. Die müsste auch oberhalb sein. Okay, und danach sind wir hier. Unterhalb natürlich. Unterhalb. Hier bin ich mir unsicher. Ich hätte jetzt... Oberhalb, ehrlich gesagt. Da kommen wir gleich noch zu. Okay. Der baut eigentlich so ein Seil. Ja, ist echt so. Fucking Rita. Das ist ja unterhalb. Auch unterhalb, glaube ich. So. Ich hätte das jetzt auch als unterhalb gesagt. Oberhalb, glaube ich. Willst du mir da zustimmen? Kann sein, warte mal, ich muss fangen gerade nochmal. Mhm. Ich markiere das mit einem kleinen Punkt. Boah, den Überblick hier zu behalten ist mega schwer, ja. Das ist unterhalb. Oberhalb. Opa? Nee, das ist unterhalb, wo meine Maus gerade ist. Die würde destroyed werden. Nee, die ist oberhalb, 100 Pro, die ist hier oberhalb. Alter, fuck my life. Wenn du deinen Bachelor gerade machen willst. 1, 2, 3, 4. 4 oder 5, hätte ich jetzt gesagt. Alter, das ist... Warte. Ich helfe eben dem Freund. Okay. Mach das. Holy shit. So, warte. Also die ist richtig. Die rechts müsste auch oberhalb sein. Das, wo ich einen Punkt markiert habe? Mhm. So, dann Essen. Okay, dann siehst du jetzt meine Antwort, wie ich... Ja, nicht probier mal. So, ich hätte jetzt... Ich glaube, ich bin aber mehr. Ich bin mir auch nicht sicher. 5. Upsa. Löschen. Na, löschen. 5. Oh Gott. Wish me luck. That should do it. Nein, wir haben nichts falsch. Wir haben nichts falsch. First try. First try. unterhalb. Ja. Ich markiere sie mal so. Das geht noch nach unten. Nach unten. Unten. Unten.
Nach unten. Nach oben. Ne, wir machen das am besten so, wir markieren jeden einzelnen. Das geht natürlich dann nach unten. So, das alles, wo die Maus ist, das geht nach unten. Nach unten. Dann so. So. Da nach oben. Nach unten. Es geht nach unten. Das ist noch nach unten. Unten, 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 unten. Das geht auch nach unten. Unten. Ich bin 5 Minuten, mein Freund. Ja, alles gut. Ich bin gerade hier am Struggle. Unten, unten, unten. Unten, 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 unten. Das geht auch nach unten. Auch nach unten. Ich mute mal kurz. Unten, 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 unten. Das geht nach oben. Dann. Unten, 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 unten. Das geht nach unten. Das geht nach unten. Das geht nach unten. Als nach unten, unten, unten. Das geht nach unten. Ho, ho, ho. Das geht nach unten. Das geht nach unten. Das geht nach unten. Und das geht dann nach oben, oder? Ja. Das geht dann nach außen. Zack, zack, zack. Alles außen. Alles außen. Außen, 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 außen. Das geht nach unten. Das wird nach außen gezogen. So. Ach ne, das geht nach oben. Ich lüge. So, das geht nach oben. Das geht aber nach unten. Und dann zack. Ja, ja, ja. Das geht nach unten. Nach unten. Unten. Alter, ist das hart. Noch den Überblick dabei zu behalten. Nach oben. Glaube ich. Ja, doch, müsste nach oben. Das geht nach unten. Ich hätte die alle markieren sollen. Scheiße. Das geht nach unten. Oder? Das geht nach oben. Holy shit, ist das brutal. So, das geht nach unten. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 5 war aber falsch. Habe ich einen übersehen? Habe ich einen übersehen? Ich bin bei dem hier noch unsicher. Bei dem einen hier, den hier.
Ich will aber mal 6 dann vermuten, wenn ich das... Ja, ich probiere mal. Antwort. Löschen 6. Weil der eine ein bisschen unklar ist. That should do it. Auch nicht. Wow, okay. Frankly bin ich nicht. Ich bin nicht Frankly. So, wo habe ich einen Fehler gemacht? Wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler? Könnte ich es vielleicht mit... Warte, ich habe eine Idee. Löschen. Ich könnte theoretisch alles markieren, was nach oben gezogen wird. So. Also nee. So, das wird nach oben gezogen. Das wird nach oben gezogen. Upsala. So, das wird nach oben gezogen. Das wird nach... Mann, das ist schwer. Aber wir machen es, wir ziehen es jetzt durch. So. Wir wissen ja schon, wie es geht, aber irgendwo machen wir Fehler. Irgendwo machen wir Fehler. So. Wenn das jetzt, wenn wir es erforschen, dass das ausgefüllt ist. So. Wenn das jetzt ausgefüllt ist, dann ist das hier ja auch ausgefüllt. Und das hier ja auch. So. Dann ist ja das ausgefüllt. Dann ist das ausgefüllt. Dann ist... Jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Das hier ausgefüllt. So, das hier geht dann nach oben. Und das hier... Der geht also auch nach oben, okay. So. Der geht auch nach oben, okay. Der geht auch nach oben anscheinend. Hätte ich das von Anfang an gemacht, wäre ich schmarter gewesen. So. Das ist jetzt scheißegal, aber wie Sie sehen, ist das jetzt auch voll. So, dann. Gucken wir mal, wo es sonst noch weitergehen kann. Und zwar hier. Erreichen nichts. Erreichen nichts. Und erreichen nichts. So. Hier geht's aber weiter. Hier haben wir bis jetzt noch nichts. Aber hier, das geht auch nach oben. Ich verstehe. Hätten wir es von Anfang an so gemacht. Scheiß die Wand an. So. Dann. Wo war ich stehen geblieben? Da. Voll. 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 So, jetzt kommen wir nach links unten. Das wird ein bisschen komplizierter. So. Der Stift ist so dick. Aber das ist ja nur einer. Und das ist halt der hier, der. Dann geht's hier weiter. Voll, Sackgasse. Sackgasse da. Da. Und das geht hoch. Haben wir damit alles? 1, 2. Das ist also 1, 2, 3, 4. Ich habe den ja beinahe übersehen, den ich durchgekreuzt habe. Den hier. 4. 5, warte, nochmal, fuck. 1, 2, 3, 4. Fünf, sechs, sieben, acht, neun.
9. Habe ich einen übersehen? Nee, das müssen 9 sein. That should do it. Jawohl. Every puzzle has an answer. Oh, dann habe ich aber, das war die bessere Methode. Alter, so. Stimmt genau, du hältst 9 Münzen, wenn das Seil so geschafft... Ah, die haben es auch sogar aufgefüllt. Okay, perfekt. Es war, glaube ich, einfacher, das da so zu machen, anstatt die Richtung sich zu merken, wo das hingezogen wird. Perfekt. Ich habe vergessen, wie ich den gesprochen habe. Oh, wie schlau von viel schlau ihr seid. Nun tut doch einem alten Mann einen Gefallen und sucht nach der Münze. Habe ich überhaupt noch Discord gemutet? Ja, Tatsache. Jan ist zufälligerweise da? Jan ist nicht da, okay. Du hast ein seltsames Bauteil erhalten. Wechselgeld, sehr schön. Dann gucken wir mal noch in die Truhe und hoffen, dass Jan da ist. Nein, Jan ist nicht da. Tizian redet nur. So, und das ist die Nasenspitze. Die haben wir auch. Dann nur noch der untere Bereich des Körpers. Zwei Beine. Jetzt zwei Beine, ein Fuß. Okay, wir brauchen noch etwas. Gut, gut. Schön, dass wir das gelöst haben. Wir müssen aber zu dem Boy. Erstmal kurz hier checken. Es sieht schrecklich ruhig hier. Ach, es ist schrecklich ruhig hier. Gerade unheimlich. Nee, sonst nix. Sonst nix. Sonst nichts. Dann gehen wir zurück. Ist Jan da? Jan? Er ist anscheinend noch nicht da. Deswegen mache ich jetzt weiter. Sie wollen herausfinden, was es mit diesem Verschwinden des Dorfbewohners auf sich hat? Ich sage Ihnen mal, was ich darüber denke. Stimmt etwas nicht? Oh, jetzt fällt es mir wieder rein. Ein Ratschlag unter Kollegen, wenn Sie die neuesten Gerüchte hören wollen, fragen Sie Courton. Ihm gehört das Restaurant im Dorf. Wir sollen also zu Crouton. Ist das das Restaurant? Erstmal habe ich eine Münze gefunden. Jan? Nein, er ist nicht da. Von wegen 5 Minuten. Ja, ist halt echt so, ne? Offenbar ist das Lokal tagsüber zu. Warum auch immer. So, irgendwo muss es doch ein Lokal geben. Ich gucke mich erstmal hier um. Reden mit Crouton. Scheint erstmal hier nicht zu sein. Scheint erstmal nicht hier zu sein. Ups, oder? Falsche Richtung. Ich guck mich mal um, ob sie überhaupt... Ah nein, schon wieder die falsche Richtung. Ich bin so doof, ne? So, warte. Ich habe eine Nachricht erhalten von... Jan ist wieder da. Willkommen zurück. Ich bin wieder da. Hallo. Nice. Hi. So, wir müssen jetzt Crouton finden. Der hat irgendwo ein Lokal. Du hast das Rätsel geschafft. Ja. Ich habe eine Technik herausgefunden, die halt ziemlich einfacher war als das... Du hättest einfach die Lücken ausfüllen können, wo das Eis nach oben gezogen wird und danach siehst du halt, wo Eis gefüllt ist. Wo die Münzen gefüllt werden. So. Wir müssen halt zu einem Typen namens Crouton, der irgendwo ein Lokal hat. Oh. Dein Ansatz. Verzeihung. Sehen Sie, Professor, da ist ein Rätsel versteckt. Oh nein. Wurmwünsche. Ein Wurm möchte nicht mehr an irgendwelchen Randzonen des Apfels nageln. Mitnichten einmal im Leben will er auch im Mittelpunkt stehen. Kannst du die Teile so zurechtschieben, dass um ihn herum ein Apfel entsteht? Mit nur 8 Teilen sieht das recht einfach aus. Ist es aber nicht... Das entscheiden immer noch wir. Kann man die überhaupt drehen? Warte, schiss mal, ne? Nein, du kannst sie nicht drehen, du kannst sie nur schieben. Jeweils okay. In die Lücke. Das ist ja der Witz bei dem Spiel. Genau.
Okay, wir haben aber keine Begrenzung, das steht nur, wie schnell wir es schaffen können. Ja. Okay, dann let's do this. Oh, wie süß. Machen wir es aber anders. Ne, machen wir neu. Wir wollen es ja, ne? Easy machen. Meine erste Strategie wäre das hier. Warum? Warum? Wirst du gleich, sehen, fuck. Aha, okay. Ja? So. Und wie du siehst, ist meine Strategie nicht aufgegangen. So. Minimal. So. Also pass auf, ich will erstmal das unten rechts um einen nach links. So, dann das O, das da drüber. Dann das daneben. Und dann, genau, so und dann so. Nein, nicht, ja, jetzt machst du einen Kreis. Mach nochmal zurück, das zurück. Und das muss nach unten, genau, jetzt einen nach links. Nein, nicht, nein, 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 hoch. Das hoch und das unten jetzt nach links. Nice. So, meine nice. Idee wäre ja, jetzt... Nein, warte, 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 ich bin noch gar nicht fertig. Nein, die da oben kannst du lassen, die sind alle gut. Ja, aber wie... Okay. Du musst jetzt die beiden tauschen. So, jetzt schiebst du das mal nach rechts rüber. So. Genau, und da war ich mir nämlich jetzt nicht sicher. Ich glaube, du hättest... Du wolltest eigentlich das rotieren. Genau, eigentlich musst du rotieren. Deswegen hätte ich das so gemacht. Ah ja, du machst das schon. Machen ist ein starkes Wort, das ich nicht beherrsche. Du schaffst das schon, meine Fuck, ich. Nein. Nein. Das, wohin gehört das denn? Nach links oben? Anscheinend. Nee, das sieht schon mal nicht gut aus. Rotier so hart. Ja. So, aber das müssen. Nee, wir machen. I have it! Nice. Was auch immer passiert, ist nice. Also, das ist das. Dann hast du. Also, das ist Schritt 1, das ist Schritt 2. Das ist dann Schritt 3, dann die beiden gleichsetzen, dann hast du das und das müsste dann eigentlich da eingesetzt werden, müsste dann das gleiche ergeben. Also hat sie jetzt das Gleichungssystem geschafft? Ja, da ist es. Und dann löst du das auf, dann ist das hier. Ah. X bei minus 5x. Minus 5x. Ich finde, Tizians Gleichungssystem sieht übermäßig kompliziert aus und das geht auch nicht auf. Ja, das ist richtig. Das ist minus 30. Achso, minus 30, stimmt. Minus 30 mal minus 1. Warum ist dein Gleichungssystem übermäßig kompliziert? Nein, ich hatte es fast. Ja, ihr habt das beide fein gemacht. Tonno, kriegst du es hin? Ich dachte, ich hätte es, aber dann... Ja, guck mal, ich habe nur 11 Versuche bis jetzt gebraucht, keine Sorge. Ah, das ist okay, schieb... Nein, rotier mal weiter durch. So, das ist ja das Ziel, aber dann? Aber dann? Ich muss das irgendwie nach links bekommen, Mann. Mach mal neu jetzt. Okay, ja. Alter, fuck my life. So. Also, du rotierst genau das jetzt erstmal darüber. So, und jetzt, nein, du rotierst es nochmal, noch eine Runde. So, genau. Mhm. Nein, nicht so. Nein, 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 nicht so. So, das nach rechts rüber bitte. Und jetzt schiebst du das links, links, genau. Und jetzt schiebst du das daneben, das runter, genau. Und, warum habe ich das jetzt gemacht? Doch, klar. Links, das nach links. Das nach oben. Nein, das nach oben, das nach rechts. Das nach unten. Mach das nach unten nochmal zurück. Und das da wieder nach links. Und jetzt rotierst du die drei, also auf der rechten Seite die drei, also das untere.
Warte, unten rechts. Ja, ja, warte mal, warte. Warte, alles gut, mach weiter. Hendrik so, will aber join. Okay. Hendrik, geh mal in irgendeinen Channel rein, hier in unserem Voice. Egal welchen. In unserem Server. So, jetzt schieb mal das rechts bitte nach unten. Okay. Mhm. Und dann kann ich Hendrik jetzt hier reinziehen. So, und das jetzt nach rechts. Und jetzt müssten die beiden andersrum sein. Hendrik? Oder kannst du nicht sprechen? Doch. Warte, ich muss dich aber lauter machen. Holy shit. Nice, willkommen in der High Society. Willkommen in der High Society bei den Retards. Warum bin ich so leise? Naja. So, das schiebt man nach oben. Dann das nach rechts. Und das andere nach unten. Nice, soweit war ich auch. Soweit warst du auch. Okay, dann schieb das mal nach links. Das nach oben. Das unteren rechts. Das da rüber. Und jetzt drehst du die linke Seite nochmal. Ich schwöre, als ich das als Kind gespielt habe, war ich so viel besser in diesem Scheißspiel, ne? Ich weiß nicht, ich konnte mir Dinge scheinbar irgendwie besser vorstellen. So, aber vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich da besser ausprobieren konnte und es dadurch besser lösen konnte. Ja, wahrscheinlich hat es irgendwie so 1000 Versuche und warst einfach stolz, dass du es geschafft hast. Moment, ich hole meinen Professor Lake. No. Okay, und jetzt? Ich würde, wenn ich einfach wäre, ich würde einfach die ganze Zeit rumversuchen. Kostet ja nichts, ne? Ja, eben. Zu wechseln. Jetzt wieder eine Ausgangssituation. So, ich merke mir das mal. Ich muss ja, ne? Scheiße. Nee, nicht ganz. So. Ich schaff das. Nein, du wolltest einfach nur joinen, um zu gucken, okay, ich schaff's auch nicht. Tschüss. Nein. Also, ich bin wieder da. Willkommen wieder da. Vito, du hast das Spiel gar nicht und spielst es auf dem Emulator? Was? Das ist aber doch illegal, mein Freund. Das ist nicht illegal, weil ich das Spiel besitze. Ja, du hast doch gesagt, du hast das Spiel nicht. Ich hab das Spiel, da fuck. Ich hab alle Spiele, die ich habe, da fuck. Ich hab alle Spiele, die ich spiele. Oh ja, ja. Nee, also auf meinem Spielstand habe ich übrigens 104 von 106 Rätseln gelöst. Wie lange hast du dafür gebraucht? 11 Stunden. Holy, nice. Ich glaube, ich brauche 11 Stunden allein für dieses Rätsel. Ich habe meinen DS gerade nicht da, sonst soll ich auch nachgucken. Ich habe, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht. Ja. Wie viel ist das? 107. Rätsel 107. Oh, oh Leute, ich hab 107 nicht gelöst. Scheiße. Es gibt irgendwie 130. Warte. Ich hab das Rätsel actually nicht gelöst. Dieses hier? Nice. Also, ne? Jan aus der Vergangenheit. Fuck you. Moment, dann löse ich das jetzt. Sehr gut. Nice. Ja. Ich sagte, gib das Tizian das in 2 Minuten. List of Puzzles. Alter, ich muss ewig weit laufen, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Ich dachte, ich hätte das sogar. Welches Spiel ist das? Oh ne, da. Falsches Spiel. Games. Nein. Ich finde den Weg raus aus diesem Turm nicht. Ah, da.
Puzzles. Sackgasse, Turmgässchen. Ja doch, genau, 135. Hallo. Oh, jetzt geht's los. Oh Gott. Andy, hast du 100. Du hast voll viele Rätsel verpasst, Junge. Scheinbar. Aber ich höre. Ich... Das weißt du, oder? Natürlich weiß ich das nicht. Ja, so, genau. Jetzt musst du überlegen, wie ich das tausche. Das oben links in der Ecke ist und das in der Mitte. Ja. Das ist richtig, ne? Genau. So. Nur die linken Bereiche muss ich ja tauschen. Ich gucke die ganze Zeit. Viel Spaß. Okay. Zieh mal das unten in der Mitte hoch. Wo hast du das Rätsel gefunden? Das Ich hätte meinen Speicherstand damals auch in die Cloud ziehen sollen. Das unten muss hoch. Da hätte ich jetzt nachgucken können. Lolo, wo hast du das Rätsel denn gefunden? An der Gasse. Da, glaube ich. kannst du das nochmal von neu machen? Ja, klar. Okay, so fängt es an, ne? Ja. Okay. Also das ist runter. Das... Das muss rüber. Ich versuche die ganze Zeit. So, erstmal müssen. Du starte erstmal damit zu überlegen, was wohin muss. Ha, ich hab's gefunden. Ja, so. Das also untere. Unten links muss Mitte rechts. Die müssen noch getauscht werden. Das links untere muss Mitte rechts und umgekehrt. Genau. Also jetzt überleg dir einen Weg, wie du das da hinkriegst. Meine Vermutung wäre halt, wenn ich jetzt beispielsweise den links untere mit dem links mittleren tausche. Also so überlege. Ja, und danach. Ja, okay. Dann rüber, dann rotier das hoch, mach nochmal, genau. So, perfekt. Dann hast du doch schon mal eins. Genau, aber. So, jetzt mach hoch. Ist doch gut so. Das mach zur Seite, mach das in der Mitte runter, dann hatten wir das theoretisch richtig. So, welche müssen jetzt ausgetauscht werden? Links unten, rechts unten. Links unten, rechts unten. So. Zieh mal das linke in der Mitte. Rechts rüber, das hoch, das links hoch. Ja, zieh rüber. Runter. Rechts hoch, das in der Mitte hoch. Das unten rüber. Unten drüber. Unten links rüber. Achso, unten links, okay. Das oben runter. Das links zur Seite, Mitte hoch. Rechts rüber. Oben runter. So, jetzt haben wir das theoretisch richtig, ne? Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir die anderen wieder richtig kriegen. So, das meine Vermutung wäre dann halt, so zu machen, so. Genau, jetzt, warte, mach nicht so schnell. Okay, sorry. So, also überleg. Jetzt und so. Ausgangssituation. Ja, alles gut. Wir wollen jetzt das in der Mitte, unten, wollen wir jetzt wieder, dass das links rüberkommt, ne? Mhm. So, wie können wir das schaffen? Rotier einfach mal, mach einfach Mitte rüber, Mitte links rüber, das hoch, Mitte, genau, rüber, runter. Genau, das habt ihr gerade versucht. Mitte rüber, das hoch, so. Ui, jetzt brauchen wir das nur noch unten links hinkriegen. Genau. So, wie wollt ihr das schaffen? Meine Überlegung wäre, wenn ich jetzt den links unten hier hinziehe. Das kommt aber nicht hin. Das haut nicht hin. Doch, mach mal. Okay. Und danach so. Ja. Hm. Wir müssen eine Rotation kriegen. Also. Alter, fuck my life. Ist das brutal. Das muss rüber, ne? Ich hab ne Idee. Zieh mal, warte. Ich hätte jetzt, dass wir jetzt...
Das. Obwohl, nee, ich will's nicht versauen. Wir lassen's lieber. Ich weiß, was wir machen. Warte, zieh das nochmal rüber. Genau, zieh das in der Mitte hoch. Ja. Das rüber. Das rechts rüber. Mhm. Jetzt zieh das von oben runter. Das oben nochmal runter. Das oben links rüber. Das in der Mitte hoch. Das unten rechts rüber. Nee, warte. Ich will jetzt, was ich versuche. Ich versuche mit der Rotation. Aha. Jetzt zieh das in der Mitte hoch. Das unten links rüber. Oben rechts rüber. Oben Mitte links rüber. Das unten hoch. So. Genau, und jetzt dreh oben wieder, dass es zurückkommt. Nee, andersrum. Mach mal andersrum. Okay. Warte mal kurz. Meinst du das dann wieder hoch, oder was? Ja, jetzt dreh mal die unten links rüber. Und Mitte, meine Entschuldigung. Andersrum auch. Genau, mach hoch. Unten rüber, unten runter. So, jetzt haben wir die da. Das haben wir, wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis. Ja, aber mach mal im Kreis weiter. Was jetzt? Das links obere, oder was? Das hier. Mach mal runter, ja. Mach mal das links oben runter. Jetzt müssen wir das irgendwie tauschen. Das ist die ganze Zeit die Ausgangssituation, die wir haben. Und hast du es geschafft, Jan? Nein! Es muss halt wirklich, das unten rechts muss halt auch gedreht werden. Ne? Sonst wird das wahrscheinlich nicht gelöst werden. Das kann ja nicht sein, dass es von Anfang an da ist. Komm, YOLO-Mode. Wir können es ja gleich neu machen. Ja. Jetzt gegen das neu zu machen, macht ja keinen Sinn. Backwatte? Das sah für einen Moment ja, nachher. Zieh das mal hoch. Ja. Runter. Ah! Oh. Ich dachte, ich hätte es sogar. Doch. Hm? Ja, aber. Das geht so nicht. Hm? Mach mal eben kurz das in der Mitte rechts rüber. Das untere rechts hoch. Nach rechts hoch. Das unten links rüber. Oben runter. Nee. Runter, oben links. Nee, oben links. Oben links, sorry. Alter, das ist brutal. Zieh das hoch. Nochmal hoch. Das unten links runter. Drüber. Das andere, nee. Das andere rechts auch rüber. Runter. Hm? Rechts. Holy. Links, Mitte, rüber. Runter. Links. Oben links. Oben links. Hoch. Warte. Mhm. Und Mitte hoch. Und Mitte, genau, unten links rüber. Runter. Links rüber. Hoch. Links, runter, hoch. Ach. So. Nee, war schon richtig, mach weiter. Rechts. Aber jetzt sind wir wieder in der Ausgangs. Hoch. Jetzt geht mir wieder in der Ausgangssituation. Warte kurz.
Ich probiere mal was. Übrigens, kleiner Tipp, ne? Das Teil, was du jetzt gerade in der Mitte hast und das, was du oben links hast, die sind identisch. Du kannst die quasi tauschen. Okay. Hau das in der Mitte und das oben links. Ja, ich weiß. Das gibt zwei identisch. Das ist ja, geht ja nur darum, die zu drehen. Ah, nicht ganz. Jetzt hast du die getauscht, das ist doch schon mal gut. Ich glaube, der, von da aus kann man das wahrscheinlich sogar schaffen jetzt. Ich muss jetzt nur noch tauschen. Ja, mach Mitte. So. Warte, nee, dann mach es so. Genau. Jetzt hast du die in der Rotation, das ist richtig, ja. So. Nein, das ist eben nicht richtig. Warte. Nein, Alter. Fuck my life. Das ist brutal. So. Das Game löst, ne? Ja. Um das dir mal zu erklären. Erkläre es mir. Du musst dir vorstellen, dass die, wenn du das, die, du hast ja diese vier, du hast ja immer vier, du hast ja 3x3, ne? Mhm. Und du hast eins, die oberen, wenn du die in, wenn du das jeweils in vier Vierer aufteilst. Mhm. Also eins, weißt du, was ich meine? Nicht oder ganz. Du musst dir vorstellen, dass du die in den Vierern rotieren kannst und Sachen einfach zu irgendeiner anderen Richtung drehen kannst. Und dann musst du immer versuchen, einen Teil so irgendwo hin zu rotieren. Ich probiere das mal. Wahrscheinlich machen wir einfach den Fehler, wir benutzen immer nur die unteren Beine gerade. Du müsstest wahrscheinlich. Ja, ist auch mein Gedanke gewesen. Aber wir müssen da jetzt durch. Du bist ja auch hier, Hendrik. Du bist auch zu dumm. Ah, schon wieder. Mann, fuck my life. Ihr dreht doch immer nur in Dreierpaaren. Und erwartet, dass sich dabei irgendwas ändert. Ja, das ist nicht der Way. Mhm. Do you know the way? Du musst halt überlegen, dass praktisch. Ja, sprich dich aus, mein Kind. Ich hätte gesagt, du musst halt einfach überlegen, du hast praktisch vier Vierer in dem Ding, ne? In dem neuen Feld. No, das ist zu simpel gedacht. Nee, das doch. Also, geht ja nicht. Du kannst ja. Ey, du hast aber auch einen Sechser. Du hast auch einen 2x3 und du hast einen. Ja, genau. Mit vier Vierern kannst du dich ja immer nur bewegen. Du hast ja immer. Nein. Nein, das ist Unsinn. Doch, weil dann danach, wenn du. Drehst, überleg doch mal, ne? Wenn ich. Ich gebe dir praktisch recht, aber konzeptionell nicht. Weil immer, wenn du jetzt zum Beispiel kannst, du nur drei andere bewegen. Ja, nee, du kannst aber auch statt nur in einem Vierer zu rotieren, kannst du auch im gesamten Sechser rotieren. Genau, ja. Aber dann kannst du ja. Du kannst aber. Was ich meine, du gehst von dem einen Vierer ins nächste Vierer über. Du drehst ja nicht in einem Sechser. Ja, konzeptionell. Zum Beispiel kannst du einen Sechser im Kreis drehen und dann, wenn du die Hälfte von dem Ding gedreht hast, die Hälfte von der kompletten Rotation rum hast, zum Beispiel das Ding in der Mitte, dann rüberschieben und in die andere Richtung zurückdrehen und damit eventuell zwei Teile tauschen. Ich sag ja nur. Ich probiere es gerade jetzt aus. Bitte? Ihr schafft das. Mhm. Offensichtlich danke. Nicht. Danke für deine Hilfe. Oh Gott, scheiße, ich bin in der Ausgangssituation. Desperation kicks in. So, irgendwo mach ich. Einfach
einfach schnell irgendwas mit der Tür. Es wird definitiv funktionieren. Das ist auch nicht irgendwann so hilfreich. Irgendwann. Irgendwann gewinne ich im Lotto. Eieieiei. Nicht zu vernachlässigen. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Was denn? Ich hoffe, das darf man doch hier, ne? Vic! Ja. Nein, Vic! Du darfst nicht spielen gehen. Nein! Geh auch, geh Animal Au! Geh Animal Au spielen? Okay, ich verstehe. Animal Crossing spielen! Die erwachsenen Leute scheitern gerade. Das ist klasse. Alter, das ist ein Kinderspiel, by the way. Ein Kinderspiel. Junge, ich weiß nicht, in welcher Generation die gelegt haben. Das waren krasse Kinder wahrscheinlich. Warte. Hör mal auf, da in den Vierern rumzuschieben. Das sieht gut aus, Tolo. Das sieht fast aus wie ein Apfel. Das ist fast aus. Das ist abstrakte Kunst, ja. Nein! Das hatte Tolo auch schon. Lass mich. Jetzt gibt's aber einen. Der ist wieder. Nein! Ich hab die. Tolo, kannst du einmal bitte neu machen? Okay. Ich wollte sagen, wir sind. Ich war fast davor. Voila. Das Minimum sind übrigens 26, glaube ich. Versuch da irgendwas zu machen. Oder 25. Ich hab sie gerade verzogen. Das ist eine neue, das ist hier nur. Nur nicht bewegen, bitte. Ich bin still und überlege gerade selber, weil mein panisches, ne? Der guckt gerade online nach. Mhm. Tu ich auch. Darf ich? Geh Animal Crossing spielen! Der Seufzer der Verzweiflung. Okay, kannst wegmachen. Ich kann das jetzt auch so lösen. Du kannst jetzt so lösen? Ja, ich hab mir einfach nur in Zahlen aufgeschrieben. Nice, okay. Dann hau raus. Wenn es gut ist. Nein. Ich hab einfach nur. Achso, okay. Ich kann das jetzt selbst versuchen zu lösen. So. Ich würde vielleicht auf deiner Musterlösung die 8 noch durch die 1 ersetzen, sonst irritiert dich das nur. Ja, ich weiß, ich hätte einfach nur vorher, ich wollte nur, wie das aufgebaut werden muss. Warte mal, 5 plus. Hier muss die 0 rein, da muss die. Du sagst die ganze Zeit schon, du bist kurz davor. Das ist Tolo seit 600 Schritten auch. Ja. Wie viele Schritte braucht man? 25. Minimal. What the fuck? How? Ich hab bei 600 nicht mal geschafft. Darf ich jetzt bitte? Gehst du Animal? Warte, ich hab's jetzt wirklich. Boah, sie hat's aber nicht. Nein, nein, das geht nicht. Warte. Nein, nein, nein. Weg, weg, weg. Ja, dann löst du das doch. Ja, ich geb mir ja Mühe, geh weg. Das ist ja der Sinn der Sache. Wieso löst du nicht einfach mal Hinweismünzen ein? Alter, das ist abstrakte Kunst, was wir hier gerade haben. Auch bei so einem Ding bringen. Sagt Josie, dass sie mit Lou Animal Crossing spielen noch soll. Boah. Die 6 muss da. Die
Oh, warte mal, die rechte Seite ist schon mal gut. Jan? Mhm. Kann man im Mainscreen von dem Spiel irgendwie seine ganzen Puzzle nachgucken? Ah, nee, im Koffer, ne? Im Koffer, ja. So. Warte mal, hab ich das klar? Hab ich das? How does this sound? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich getan habe, ich hab's getan. Er hat das jetzt nicht wirklich einfach geraten und geschafft, ja, oder? Natürlich, jeder hat das geraten und geschafft. Alter, fuck mein Leben! Ich hasse diesen Jungen so sehr, ne? Alter, ich hab schon bei Genshin so viel Glück und hier auch. Alter, frag mich nicht, warum. Ja, einfach die ganze Zeit vor mich hin. Ich weiß nicht, Alter. Wenn es um Strukturen geht, keine Ahnung. Ich hab einfach wirklich so. Ich hab wirklich Sabbe aus dem Mund kommen haben und die ganze Zeit so. Bewegen. Alter. Wenn ich das ein zweites Mal. Alter, wenn ich das ein zweites Mal machen müsste, ne? Ich hätte keine Ahnung wie. Es gibt noch ein zweites Rätsel, das ich nicht gelöst habe. Das ist auch so ein Schieberätsel, by the way. Oh. Alter, ich muss kurz. Es gibt irgendwie noch 25 Türen nicht gelöst, hast du schäbiger. Ja, aber eins, das ich entdeckt habe und nicht gelöst habe. Das ist, Und das, verwunschene Dorf oder so ist das. Ja, ich glaube auf Englisch. The Curious Village, das ist auf Englisch. Cool, ja. Aber im, ich guck mal kurz. Und das geheimnisvolle Dorf, Entschuldigung. So, das könnte ich ja im Schlaf lösen, sagt ja auch noch der Luke, weißt du? Missgeburt. Die trollen euch richtig. Alter. Mein Herz, ne? Holy shit. Boah, bitte nicht noch einmal. An so ein Rätsel gehst du aber auch nicht mit Verstand dran. Ich guck mir gleich die Musterlösung an und gucke, wie da das ist. Alter. Soll ich dir Link dazu schicken? Schick mal Link bitte, ja. Der Speedrun, das bestimmt einfach. Wenn du mein Safe gehst. Alter, boah. Hier, falls ihr das seht durch den Stream, ich hab das hier gefunden in der Gasse oder in der Tür. Ja, ich hab's auch schon gefunden gehabt. Alter. Ich bin dann, ich will nachgucken oder ich will du sagen, dass ihr nachgucken soll, ob ich das auch gelöst hatte. Links zur Dingslösung hier. Du hast doch Hector gesprochen, ne? Nee, du hast vorhin Hector gesprochen. Okay. Jetzt sucht ihr also dann, das Restaurant. Das ist nicht weit weg. Ein wenig festig von hier. Wir wollten ja gleich noch mit Touren spielen, ne? Aber bevor ihr wieder geht, habe ich doch einen Rat für euch. Ein Rat um die Rätsel. Wenn ihr alles sehen wollt, was St. Mysterio zu bieten hat, dann rennt nicht nur von A nach B. Lasst euch Zeit und erkundet das Dorf gründlich. Ihr werdet es ganz bestimmt nicht bereuen. Vielen Dank für den Tipp. Wir werden es mit Sicherheit versuchen. Komm, Luke, wir haben noch viel vor. Okay, hier ist nix. Es scheint ein Glockenturm zu sein. So, rede mit Croton, der hat ja so einen Laden gehabt. Rechts oben ist so ein Koffer in der Welt, ja, rechts oben sehe ich's. Alter, das ist Rätsel 107. Berühre ein Gemäldestück, um es zum Bilderrahmen zu bewegen und das gewählte Stück zu platzieren. Du gelangst zum Bilderrahmen, indem du berührst. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich probiere es jetzt einfach. Du hast eh noch viel zu wenig Teile. Ja. Zurück. Nee, das ist viel zu wenig. Fuck my life. Alter, ich guck mir gleich die Lösung an. Ey, fuck my life. Ich bin so außer Atem gerade. Das ist unglaublich. Ich weiß, vor allem, wie habe ich das gelöst, Junge? Biggest Monkey Brain on Earth wird auf einmal zum Albert Einstein für eine Sekunde. Und danach verliert ihr wieder das ganze Wissen. Also nach der Musterlösung wäre ich legit nicht drauf gekommen, weil der hat das einfach einmal komplett zerstört und dann wieder richtig gemacht. Ja, ich habe auch gemerkt, okay, alles in einem Block zu behalten wäre jetzt nicht richtig. Ich habe einfach nur die ganze Zeit gemischt, aber ich weiß nicht mehr, wie viele Versuche ich hatte, aber ich habe das ziemlich in wenigen Schritten gemacht, glaube ich. So.
Das ist schon krass. Also war ich die ganze Zeit auf dem Alter, wow, was für ein Zufall. Egal. Gelöst ist gelöst, ja. Gelöst ist gelöst. Wir müssen aber zu irgendeinem Ball. Ist es hier? Croton. Nee, das ist nicht Croton. Das ist irgend so ein Schnösel. Alter, ich hab mich gerade voll erschreckt. Jan, dein Einsatz. Nanu, was war denn das für ein Groll? Das warst du, ja. Du, das war ja der... Genau! Jetzt habe ich aber die Schnauze voll! Kann denn nicht mal jemand diesen Lärm abstellen? Alles klar, Boomer. Was ist denn los, mein Herr? Was nennst du ihn denn zu hierher? Ich bin doch kein alter Knacker! Did you just assume my gender? Ach, was soll's? Ich bin empört! Wir sind das Volk. Ja, cool. Oh, dieser Lärm, dieses furchtbare Grollen. Ich krieg nachts kein Auge zu. Früher kam nur ab und zu Lärm aus dem Turm, aber inzwischen hört der Rodau ja gar nicht mehr auf. Ja. Wie soll ich denn da schlafen? Hörst du mich, du blöder Turm? Wie soll ich denn da schlafen, Mann? Bitte beruhigen Sie sich, mein Herr. Wissen Sie vielleicht, was genau dieses Donnern verursacht? Jetzt, wo Sie es erwähnen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß nicht mehr, warum ich wütend bin. Ich weiß nicht mehr, warum ich wütend war hier. Manche sagen, es sei das Gebrüll eines riesigen Untiers, das oben im Turm wohnt. Aber wer weiß das schon, du? Hör mal. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Sag mal, wie talkst du? Sag mal, wie talkst du? Wie talkst du eigentlich? Der Lärm kommt also aus dem Turm. Interessant. Kein Puzzle dafür? Huch. Jan, willst du oder soll ich? Das ist ein Weibchen. Also muss Hendrik das machen. Ja, go Hendrik. Okay, dann nicht. Oder? Doch, hau raus. Okay, ist zu schüchtern. Der Typ, der regt sich so auf, dass sein Kopf rot wie eine Tomate wird. Sieht der dumm aus. Haha, apropos dumme Tomate, da fängt ein Blondinenwitz sein. So. Okay, das war's. Da ab zum Turm. Oh, der hat kein Dings. Hm. So. Hätte erwartet, dass die irgendwie ein Puzzle hatte. Die hatte ein Puzzle, das haben wir aber schon gelöst. Ach so. Aha, das so, ist auch ein 50 Pikarat Puzzle gewesen. Oh. Also, Brain Leakage fixed. Naja, dafür haben wir auch ein bisschen gebraucht. Okay, Brain Leakage doch nicht fixed. Begebenermaßen. Ja, man kann nirgendwo sehen. Aber wie kommen wir denn zum fucking Turm, Alter? Du musst nicht zum Turm. Wieso? Da kam auch das Grollen, natürlich. Wenn du da irgendwas. Da wurde gerade gesagt, dass. Rede mit Croton. Du musst mit Croton reden. Aber ich will zum Turm. Okay, wahrscheinlich. Nein, du musst aber mit Croton reden. Ich will aber mit dem Turm reden. Wer ist denn nochmal Croton eigentlich? Der Restaurantinhaber. Ja, ich suche nur kurz, wo das Restaurant war. Okay. Oh mein Gott. Ne, da geht's schon mal nicht lang. Wundervoll. Jan? In dieser Tür scheint ein Rätsel versteckt zu sein. Ich bin sicher, das war eben noch nicht da. Hat jemand so reingelegt. Faszinierend. Offenbar fungiert dieses Rätsel hier als eine Art Türschloss. Wie köstlich, Alter, da fuck, Alter, was für eine Magie ist hier bei Professor Layton? Luke, mein Junge, wieso probierst du es nicht einmal? Sicherlich geht die Tür auf, so wenn du es löst. Alter, das ist echt Magie. Auf einmal sind wir bei Xenoblade. Das ist einfach die Vorgeschichte zu Xenoblade. Raus mit der Kugel 1. Oh no. Oh nein, ich noch ein Schieberätsel. Die habe ich aber actually gelöst. Das weiß ich.
Die sind auch machbar. Kannst du die rote Kugel aus dem Labyrinth bussieren? Schiebe die Klötze, die im Weg sind, beiseite, um der Kugel einen Weg zu bahnen. Dieses Rätsel ist in 12 Zügen lösbar. Was? Oh Gott. Bestes Wesen für Froakie? Scheu oder mäßig? Alles klar. Das blaue Dach. Ich hätte das blaue bewegt. Nein, nicht das. Tolu! Oh, das sind schon 12. Mach einfach neu. Das blaue rechts nach oben. Ja. Die lilanen beide in die Lücke rein. Und das lilane und das gelbe nach rechts. Das blaue nach unten rechts. Das grüne nach unten. Das gelbe nach unten. Oh mein Gott. Oho. Ach, nach unten meinst du? Ja. Das gelbe nach unten bewegt, ja. Und dann kannst du das jetzt hoch. Was? Gut. Ah, nee. Doch nicht. So ja, toll. Du hast mich jabatert. Lass mich das machen. Okay. 3-Head-Time. Okay, Tolu bewegt einfach so wieder so lange, bis es funktioniert. Nein! Doch. Ich wusste es. Das waren 12 Züge. Die 2 ist nur umgedreht. Tolu ist 5-Head, Jan ist 3-Head. Boah, ich wünschte, ich wäre Affiliate und könnte so ein Emote machen mit 3-Head. Kannst du doch bestimmt über einfach Better TTV einfügen. Stimmt auch. Fein. Die Tür sollte sich jetzt öffnen lassen. Machen wir weiter oder warten wir auf Turan jetzt? Weil, oder Turan wartet ja auf uns. Schreibt mir mal an. Tour muss mitspielen, kann. Ja, okay, erstmal speichern, wir haben ja lange nicht mehr gespeichert. Speichern! Yes. So, 5 Stunden schon mal. Nice, wir müssen einfach nur noch unterhalb von 6 Stunden kommen, da haben wir Jans Rekord unterboten. So, wir gehen jetzt hier rein. Oh mein Gott, ich hab doch gesagt, es geht um Magie. Ich wusste es. Ich hab mich selbst gebootet. Oh, Jan? Ich glaube, der ist aus der Talk-Runde raus. Kann ich ihn ziehen? Ich kann ihn ziehen, ich hab die Macht. Willkommen zurück. Jo, willkommen zurück, ich hab die Macht. So. Und brauchst die beiden Emotes, die ich gerade in den Voice-Chat gepostet habe? Achso, okay. Erstmal das hier. Nein. Das hier. Nein. Das hier. Ja. Eine Hinweismünze. Der Besen. Nö. Kann ich jetzt schon hier rein? Nö. Okay. Oh, hallo? Also, Tuan wäre ready, hat er geschrieben. Okay, dann reden wir noch mit ihr und danach machen wir Pause. Ohayo gozaimasu. Okay, willst du oder soll ich? Okay. Oh, hallo. Hier ist ein Bibidi-Babidi. Ich von Zeit zu Zeit hoffnungslos an einem Rätsel fest. Alter, die kann uns readen. Die kann es echt lesen. Falls ja, dann seid ihr hier richtig. Willkommen in Oma Enigmas heimeliger Rätselhütte. Oh nein! Achso, nee, hier kann man die verpassten Rätsel machen. Ja, genau. Oma Enigma? Oma Exodia? Wo finden wir denn diese Oma Enigma? Warte, steht vor dir, dummes Stück Scheiße. Ist das nicht offensichtlich? Sie steht gerade vor euch. Du dummer Vollidiot. Kein Wunder, dass ihr so Probleme mit eurer Rätselerei habt. Alter Scheiße, die hat uns durchschaut. Das ist echt so. Ja, ihr seht gerade die reizende, hellseherische Oma Enigma an. Helferin aller rätselnden Rätsler. Oh mein Gott, diese Szene. Reizend? Hellseherisch? Ob du dumm bist, hab ich gefragt. Professor, wissen Sie, wovon die Dame spricht? Hey, keine Ahnung, Alter. Nein, sorge dich nicht, Luke. Wieso überlässt du nicht mir das Reden? Entschuldigen Sie die Störung, Frau Enigma, aber wollen Sie sagen, dass Sie übernatürlich begabt sind? Können Sie beispielsweise einen Verbrecher identifizieren oder verschwundene Objekte finden? Ja. Ah, das kann ja wirklich jeder Wahrsager. Ein paar Tage in die Zukunft blicken ist nichts Besonderes. Sag mir bitte die Lottozahlen.
5. Meine Spezialität sind Rätsel. Ah! Rätsel, die vergessen werden. Rätsel, die übersehen werden. Die ist zu nichts zu gebrauchen. Sicherlich ist euch beide schon einmal untergekommen. Hm. Richtig. Richtig. Das passiert den besten Knoblern. Lall. Lall. Und ich nehme diesen armen, vergessenen kleinen Rätsel und lade sie in meinen Rätselhütte ein. Ich hoffe, ich bin im Stream nicht zu leise. Einen Moment. Ein. Ich hoffe, ich... Okay, nee, ich bin laut genug. Gut, gut. Oh, also finden wir hier für die Rätsel, die wir übersehen haben, jetzt alle hier bei Ihnen? Hihi, gerade hast du begriffen, was mich so besonders macht. Du Stück Scheiße. Werf doch mal einen kleinen Blick in die Hütte dort. Jetzt habe ich Angst. Ja, solltest du auch, mein Freund, solltest du. Drin findet ihr reihenweise niedliche Fläschchen und in jedem steckt ein vergessenes Rätsel. Ich wette, ihr findet da genau die Rätsel, an denen ihr bisher vorbeigelaufen seid. So, aber ich würde halt sagen, das soll's für heute gewesen sein. Ich gucke mir erstmal noch das scheiß Video mit dem Schiebepuzzle an. Ich glaube es bis heute nicht, dass ich es geschafft habe. Aber wir speichern. Speichern. Da. Und ich würde sagen, wir machen mal Glück. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder an Rätseln verzweifeln. Jo, tschüss. Bis dann.